Willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Es geht weiter mit Kogas Training. Das wurde mir gerade von dem kleinen Roboter angeboten. Und deswegen mache ich das auch direkt. Fohlen ist Level 47 und Level 47 haben wir auch mit Koga. Mal schauen, wie es läuft. Eigentlich ist es ja immer so, das ist so das Mindestlevel, was man haben sollte. Und besser ist dann natürlich, einen höheren Level zu haben. Oft auch 5 Level drüber. Aber einfach mal... Ja, super. Bekomme ich wieder eine Nachricht. Oh Mann, ey. Ein Moment. Ich weiß, ist mega billig, aber ich muss das mal eben ausmachen. So. Und. So. Sorry dafür. Ich denke die nächsten Male dran. Versprochen. Geile Moves auch hier von Koga, muss ich sagen. Zum. Was ist das denn? Stressabbau? Also ich merke auf jeden Fall, dass mit Koga es sehr schwierig ist zu steuern. Gerade weil man eben auch in die Richtung schauen muss, wohin seine Sachen geschlagen werden sollen. Wenn man... Was war das denn? Okay, komm. Probieren wir mal den Spezialangriff von ihm. Der echt ganz geil ist. Ah, fuck. Sehr gut, Koga. So kennen und lieben wir euch. Ja, komm, lass mich gewinnen jetzt. So, weg mit dir. Holy shit. Also Koga ist etwas schwerfällig, muss ich sagen. Und ich sehe auch gerade, ich muss einfach nur viele Gegner besiegen. Ich muss noch nicht mal die großen wegmachen. Obwohl, kann auch sein, dass ich hier die großen wegmachen muss, damit mehr kleine spawnen. Aber kann natürlich auch sein, dass ich einfach die kleinen Gegner besiegen kann. Mal schauen. Was? Was war das denn? Wie lade ich das auf von ihm? Ist das geil, ey. Ah, okay, anscheinend durch starke Angriffe. Okay, nice. Okay, und wenn die Leiste komplett aufgeladen ist, muss ich anscheinend auch direkt losböllern. Weil ich sonst irgendwie... in einem Bodenfall oder so? Keine Ahnung. Also, weil ich dann irgendwie daneben schlage, zu viel Energie habe und dann erstmal erschöpft bin oder so. Weil sich die ganze Energie dann unkontrolliert entlädt. Gehe ich mal von aus. So. Und das war tatsächlich jetzt auch eine richtig geile Kombo. Wo ich ihm dann jetzt noch einen Spezialangriff reindrücke und er dann auch damit fertig ist, denke ich. Jawohl. Wie witzig das aussieht, wie er seine Leute da für sich benutzte, einfach um die Angriffe auszuüben. Mega witzig, ey. Ah, scheiße. Aber ich hab nichts zu fressen, ne? Ist
kann es nicht sein, Mann. Hä? Durch was bin ich gestorben? Ja, okay. Was auch immer. Ich weiß ja... Hörst du auf mit dem Scheiß? Komm. Machen wir ihn mal testweise weg. Ah, nur ich weich irgendwie seinen Dingern nicht aus, ich Vollidiot. Irgendwie friere ich mich mit ein, kann das sein? Doch, auf jeden Fall. Okay. Alles klar, einer ist auf jeden Fall down. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Ich gehe mal davon aus, dass es drei Typen gibt. Drei große. Drei Jägeroffiziere. Kann natürlich auch sein, dass da immer unendlich kommen. Okay. Ja, nice. Das ist auf jeden Fall mega gut, um viele Gegner wegzuböllern. Und wir sind erst bei 100. Ich dachte, das wären schon mehr, aber ja gut. Dann halt nicht. So. Gleich aber schon 150. Heißt die Hälfte. Ah, okay. Da ist der nächste Jägeroffizier. Oh, und jetzt können wir ihm richtig fett das Ding in hier reinböllern. Nice, schön. Nice, ey. Hä? Ne, was soll der Scheiß? Ich hab ihn... Ich hab doch Dingens gedrückt. Ich hab doch Stasis gedrückt. Komm, vorbei jetzt hier. Reicht doch irgendwann. Hallo? Oh, Mann. Ja, okay. Man muss direkt den Lichtstrahl drücken. Also seine Spezialattacke drücken. Weil er sonst... weil seine Attacke sonst fehlschlägt und man im Boden stecken bleibt. Ja, komm. Das ist jetzt ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ja, und jetzt muss ich direkt ausweichen, ne? Ja, okay. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Obwohl, vielleicht bin ich einfach zu spät. So, jetzt mache ich das direkt mal. Aber es ist doch jetzt schon wieder zu spät. Er braucht einfach mega lange, um diese Scheiße zu machen. So. Okay, nice. Jetzt ist aber drin. Jetzt war es aber drin. Und jetzt können wir ihn auch wegböllern. Nur 1,5 Herzen verloren. Wunderbar. Jetzt läuft es viel besser. Ich hab doch gedrückt. Ich hab gedrückt. Ich schwöre, ich hab gedrückt. Während er dann noch in der Luft seinen Dreher gemacht hat. Hab ich den Strahl gedrückt, also ZR. Das hätte eigentlich noch drin sein müssen.
Und irgendwie macht der Strahl nach einer sehr kurzen Zeit keinen Damage mehr, was irgendwie komisch ist. Weil man ihn ja noch viel länger sieht. Au. So, weg mit dir. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob immer mehr Offiziere kommen. Aber ich hoffe einfach mal, dass es nur diese paar sind. Und dass dann erstmal Schluss ist, dass wir hier die kleinen Viecher wegmachen können. So. Wie sieht's aus? 150 fast, okay. Man muss direkt drücken. Man muss direkt drücken, wenn die Leiste voll ist. Wenn er seine Attacke fast fertig gemacht hat, dann kann man es nicht mehr machen. Dann geht das nicht mehr. Okay. Und wenn man fast fertig ist, dann kann man auch wiederholt ZR drücken. Dann lädt sich das noch so ein bisschen auf. Und... dann geht das auch besser mit der Spezialattacke von ihm. Weil sonst ist halt immer so, ja, es könnte sein, dass man die dann verkackt und da im Boden landet. Oh, scheiße. Okay. Komm, mach deinen dummen Scheiß da. Oder das, ja, mir egal. Und Schmetterangriff. Zack, da ist er weg. Ich dachte, er macht nochmal diesen Wirbelwind, der aus dem Boden kommt, dass ich ihn Stasis-Modul reindrücken muss. Aber nö. Hat anscheinend keinen Bock drauf gehabt. So ist auch gut. Ist mir recht. So. Und das war's. Oh. Das war's anscheinend doch noch nicht. Besiege alle Jägeroffiziere. Okay. Okay, also muss ich die doch noch besiegen. Na gut. Er braucht auch viel zu lange, um den starken Angriff zu machen, oder? So, jetzt war ich darauf vorbereitet. Und jetzt böller ich ihm richtig was rein, ey. Holy shit. Und ich habe den Lichtstrahl noch rechtzeitig gemacht. Schön. Schönes Ding. Schmetterangriff. Okay, der ist weg. Ach so, ja, 3 von 4. Stimmt. Stimmt. Wir sind nicht beim 3. von 4, sondern wir haben 3 von 4 schon erledigt. Okay, wunderbar. Ja, Meister Koga ist eigentlich ziemlich nice zu zocken, nur es ist halt so ein bisschen High Risk, High Reward. Wenn man seinen Quatsch da verkackt, dann wird man richtig fett mitgenommen. Und plus 13% Monsterteile ist nicht schlecht. Diese Plus-Plus-Dinger sind echt krass und die finden wir in letzter Zeit ziemlich häufig, ne? Na, kann sein, dass es jetzt anfängt, so ein bisschen anzuziehen. Nicht nur in der Schwierigkeit, sondern auch in Sachen Loot. Was eigentlich nur logisch ist, weil wenn es schwieriger wird, braucht man natürlich auch besseren Loot, ist klar. Auch wenn die diese Spezialeffekte da jetzt nicht wirklich mit in die Schwierigkeit reinspielen.
sondern einfach nur eine nette Dreingabe sind. Und ja, ja, die Crocsamen muss ich noch suchen, klar. Aber das werde ich off-cam machen. Oh, hier können wir aber was abschließen. Es scheint funktioniert. Dann machen wir es direkt. Und er bekommt auch seine dritte Spezialangriffsleiste. Wir haben hier Hebra zu 75% abgeschlossen. Und dafür gibt es diese Dinge. 80 Rüstungsschnapper, holy shit. Er zeigt uns das an. Zeldas Zusatztraining. Okay, ja gut, dann machen wir das direkt. Habe ich auch ehrlich gesagt Bock drauf. Die haben sie ja nur diese eine Passage da gespielt. Mit ihrer neuen Kraft. Und ja, da muss auf jeden Fall noch einiges kommen. Drücke ZR, um Zeldas erwachte Form, um in Zeldas erwachte Form zu wechseln und verschiedene starke Angriffe frei auszuführen. Verschiedene? Ich dachte, sie hätte nur den Bogen, der so nach oben schießt und dass sie dann diesen Pfeilregen dann machen kann. Aber okay, okay, dann muss ich nochmal nachschauen, was da so los ist. Da bin ich. Nicht, dass ich irgendwas verpasse, was dann essentiell für den Pfeil ist und ich das dann irgendwie einfach nicht benutze. Kraft freisetzen, um mächtige Attacken auszuführen. Ja, hier, das meine ich. Ah, okay, man kann noch X drücken. Oh nein, nein, das war dumm. Ja, okay. Kann ich? Okay, okay, ich kann noch B drücken. Ich habe gerade versucht, einfach alles mal zu drücken. Ich bin auf Y, dann auf X, dann auf A. Dann ist mir eingefallen, oh ja, auf A macht man einen Spezialangriff. Das sollte man nicht tun. Weil das einfach gewastet ist. Aber naja. Was soll's. Dann machen wir das hier. Schnell wieder voll die Spezialangriffsleiste. Und wir haben ja auch drei Angriffsleisten zur Verfügung. Deswegen sollten wir da eigentlich später kein Problem haben. Nur wenn jetzt ein großer Gegner direkt gekommen wäre, das wäre halt shit gewesen. Dann hätten wir halt gar keine Spezialangriffsleiste mehr gehabt. Ne? Das wäre halt ungünstig. So, besiege viele Gegner. Nur hier in dem Bereich, weil ich sehe da auch noch in den Ecken der Map, dass da größere Punkte sind. Und ich denke, ich gehe da auch mal hin. Denke, ich sollte da mal hingehen. Ja gut, ist nicht wirklich weit. Deswegen laufen wir einfach kurz hin. Gut, ich hätte jetzt das Modul benutzen können. So habe ich jetzt den Spezialangriff benutzt. Problem ist halt, ich wollte halt direkt den starken Angriff benutzen. Deswegen habe ich es auch direkt gemacht, obwohl ich hier das Modul hätte benutzen können. Aber jetzt haben wir das Modul benutzt, alles gut. Oh, ja, okay. Nice, schön ausgewichen. Ich dachte, jetzt kriege ich richtig fetten und Speer in die Fresse. Aber nö. Alles gut. Und das lohnt sich auch nicht wirklich, oder? Da zu denen zu gehen. Obwohl, vielleicht ist das... Vielleicht müssen wir das machen, wenn wir die 1000 Gegner besiegt haben. Das kann sein. Boah, und das ist cool. Das ist wie ein Smash Bros, diese komische Kugel, die sich dann so auflädt und dann hinterher richtig fett explodiert. Okay, da sind wieder neue gespawnt, sehe ich gerade. Und nicht zu wenige. Nicht zu wenige sind hier gespawnt. Ich denke, ich benutze hier mal eine Spezialattacke. Wie gesagt, wir haben ja drei Stück. Drei Balken. Und das räumt auf jeden Fall echt gut auf. Ich weiß eben auch nicht, wie viele Gegner... Quatsch, wie viel Zeit wir haben.
das hier alles sozial ist oder etwas knapper gemessen ist, weiß ich ja nicht. So, ich warte ein Modul ab, was wir machen können. Was gleich mal das Kryo-Modul sein sollte, denke ich mal. Was macht er? Was macht er? Ich sehe es nicht. Ach so, Stasis, okay. Habe ich mir zwar schon gedacht, aber ich habe einfach nichts gesehen, weil generell alles golden war. Deswegen dachte ich mir, ja gut, vielleicht ist es Kryo. Und dann drücke ich einfach das Falsche. Dann haben wir wieder so eine unangenehme Situation wie vorher. Wo ich auch nur ganz knapp ausweichen konnte. Alles klar, okay, nice. Wir haben 420 und 1000. Und ich glaube, wir hatten zu Anfang 10 Minuten, ne? Also müssen wir 100 Gegner pro Minute schaffen. Ja, aber wir sind gut dabei. Ich glaube, wir sind gut dabei. Und wir haben auch keine... Wir haben gar keinen Balken, der uns zeigt, wie viel Kraft sie noch hat. In ihrer Ultraform. Okay. Nach 5 Minuten über 500 besiegt. Ich glaube, das sollte gut sein. Wenn ihr gleich nochmal welche spawnen, dann... Dann mache ich wieder die Spezialattacke. Komm, machen wir jetzt direkt. Da sind ein paar auf einem Punkt. War nicht wirklich optimal, aber... Ja, 600 nach noch nicht mal 6 Minuten. Ich denke, das sollten wir hinbekommen. Silberne Exalfos wurden gesichtet. Okay, die kommen jetzt von Osten, kommen die rüber, denke ich. Ja, hier. Hier sind sie. Okay, die Böllern war auch weg für den Spezialangriff. Okay, alles easy. Ich mag das nicht wirklich, solche Missionen, weil das ist halt, ja, beeil dich und wenn du es dann nicht schaffst, dann musst du diese Giga-Mission, die so extrem lange dauert, musst du dann nochmal von neu machen. Das ist halt erstens nicht günstig fürs Let's Play und zweitens auch nicht günstig für den Spielspaß generell, würde ich sagen. Es ist halt frustrierend, wenn du 10 Minuten hier dran sitzt, nicht wirklich den Dreh raus hast, dann nochmal 10 Minuten dran sitzt und dann so bemerkst, ah okay, ich habe das falsch gemacht und dann beim dritten Mal die Mission endlich hinbekommst. Das sind halt so um die 30 Minuten, die man dann in einer einzigen Mission sitzt. Vor allem an so einer Nebenmission, noch nicht mal an einer Hauptmission, sondern halt an so einer Nebenmission, die dann einfach so extrem lange dauert. Und warum... Warum hat er jetzt nichts getroffen? Muss ich mehr Abstand nehmen oder wie? Ja, okay. Man muss anscheinend mehr Abstand nehmen. Gut, merke ich mir dann. Wir sollten uns jetzt mal noch mehr ranhalten. Weil das sieht echt gut aus hier gerade. Ja, okay, komm. Nicht mit diesen Kleinkram da aufhalten, sondern hier direkt die größeren Massen fokussieren. Damit wir auch möglichst viel aus dem Fight rausholen können. Hier rechts sind noch welche. Komm,
Machen wir nochmal eine Spezialattacke. Wir kriegen ja sowieso hier alle 3 Sekunden einen Balken aufgeladen. Und warum wurden die jetzt nicht weggeböllert? Was soll das denn? So. Okay, und Moment, da oben. Da oben, da oben, da oben. Ja, komm, geh halt aus deiner Form raus. So. Da unten tauchen wieder richtig viele Gegner auf. Das heißt, wieder hier runter. Auch immer dieses Hin- und Hergelaufene, ne? Oh, und ein großer Gegner. Ach, ihre Spezialangriffsleiste leert sich dadurch. Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Aber das ist jetzt sehr ungünstig, weil ich die Spezialangriffsleiste eigentlich gerade für ihn benutzen wollte. So, kann ich aber jetzt machen. Alles klar. Ich denke, ich muss ihn besiegen, weil dadurch dann nochmal mehr Gegner spawnen. Schön, Zelda. Wunderschön. Ist nicht mehr viel Zeit übrig. Ja, ich sehe es. Ah Gott. Ich glaube, das wird tatsächlich doch ein Fail. Scheiße, ey. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Aber hier spawnt auch nichts mehr. Wie soll ich dann vernünftig viele Gegner besiegen, wenn hier einfach nichts spawnt? Schaut euch das an, das ist hier komplett leer, das scheiß Battlefield. Ja, bei 900 spawnen natürlich jetzt wieder welche, ne? Super. Kann ich von irgendeinem... Erneut versuchen. Okay, ich kann von einem Rücksetzpunkt wieder neu beginnen. Das ist gut, weil ich wollte eigentlich gerade schon fast sagen, dann mache ich das jetzt off-cam und zeige euch dann, wenn es hier irgendwas Besonderes gibt. Aber okay, wir können nochmal probieren. Das finde ich gut. Okay. ...800 besiegt. Wunderbar. Dann laufen wir nochmal hier rüber. Lassen die Horden hier hinkommen. Und besiegen diesen Kleinkram hier mal in der Ecke der Map. Damit er direkt weg ist. Dann brauchen wir nicht zu den Gegnern hinrennen, sondern sie kommen zu uns. Und in der Zeit können wir dann noch andere Gegner besiegen. Wunderbar. Ah, ja, aber ich sollte vielleicht etwas weiter rüber gehen, genau. So. Vielleicht darf ich mich auch gar nicht mit dem Großen aufhalten. Na, obwohl, es
zwei Spezialattacken sollten ihn wegmachen, oder? Nee. Tun's nicht, aber jetzt ist er weg. Jetzt ist er down. Komm schon, nur noch 20. Ja, es ist aber auch scheiße. Hier sind so wenige Gegner nur noch. Da kann man kaum was machen. Ja, wow. Ja, ist aber vorbei. Ist jetzt schon wieder vorbei. Ja gut, ich darf mich wahrscheinlich einfach mit dem Großen nicht aufhalten. Ja, ja. Komm, mach hinne. Ich hab hier noch was vor. Vielleicht auch einfach alle hier im Umkreis besiegen. Und nicht immer zu den Massen rennen. Weil das scheint hier echt sehr knapp gemessen zu sein mit den Gegnern. So. Ich sehe aber auch gerade, die sind nach ein paar Schlägen sind die schon down. Okay. Ich weiß nicht, ob es diesmal was wird, aber man kann es nur hoffen auf jeden Fall. Vielleicht halte ich mich aber auch zu viel mit den kleinen Viechern auf? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Jetzt sind wir schon fast bei 900, ey, holy shit. Ich werde Hyrule beschützen. Ja, komm, fast. Noch sechs Viecher. Da drüben sind noch welche. Nice, 900, alles klar. Jetzt hier rüber. Komm, mach sie weg. Ja, schön. 25. Hier, die haben wir alle weggemacht. Hier in der Mitte sind jetzt wieder viele. Da war niemals genug. Wo sollen das denn genug Gegner sein? Ja, sorry. Dann werde ich das Offcam machen. Weil jetzt nochmal diese Missionen zu machen, nee, komm. Wir sind schon bei 35 Minuten.
Am besten verkacke ich dann auch noch einmal, muss dann nochmal den Reset-Point nehmen und merkt dann hinterher, okay, da muss man sich wirklich vernünftig konzentrieren. Gut, sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen, bei solchen Missionen dann vernünftig reinzuhauen. Kann natürlich auch daran liegen, dass Zelda ihre Waffen noch nicht wirklich vernünftig geupgradet bekommen hat. Ja, okay. Ich denke, ich werde die Waffen mal upgraden und dann im nächsten Part dann die Mission nochmal probieren. Aber jetzt gehen wir erstmal in eine andere rein. Koga ist Koga kurz davor, bewegungsunfähig zu werden, wandle durch Drücken von ZR Stress in Kraft um und erzeuge so einen Lichtstrahl. Ach so, das ist Stress von ihm. Und wenn er sich dann, wenn der Stress ihn überkommt, dann failt er. Ja, okay. Das macht Sinn. Ah, ist überall Monster in meinem Versteck. Was soll das? Ja, was halt länger nicht mehr hier, ne? Siege die Truppen des Eispyromagos. Hier ist ein Feuerpyromagus, aber ich denke, der zählt dazu. So, Bombenmodul. Okay. Wir probieren das mal von da, wollte ich sagen. Und, sein Bombenmodul gefällt mir, muss ich sagen. Nice, okay. Erster weg. Und geht das Ding jetzt hier auf? Es geht nicht auf. Warum geht das nicht auf? Okay, ja komm. Mach du es mal, Link. Ich meine, hier ist noch einer. Vielleicht geht das dann gleich auf. Wenn wir mit ihm hier fertig sind. Okay, Bombenmodul. Haben wir. Link einfach extrem stark ist. Merkt man direkt. Ach so. Welche Waffen hat eigentlich Koga? Hat er als Waffe, also als upgradebare Waffe, diesen Ring? Den er um seine, um seinen Bauch trägt. Also an seinem Bauch, besser gesagt. Wo muss ich lang? Hier. Hier. Ja, okay. Hier muss ich lang. Und hier hinten durch. Ich weiß nicht, ob bei Koga offen ist. Aber ich gehe jetzt da einfach mit Link hin. So, das machen wir natürlich noch auf. Und Tatsache, hier kommen wir durch. Haha. So, damit ist er weg. Okay, aber das war es anscheinend noch nicht. Ein Ivarok wurde gesichtet. Jan, auf dahin, ne? Koga? Du kommst mit. So. Wie heißen eigentlich nochmal diese kleinen Viecher? Isharok, oder? Ich glaube schon. Ja, es war mir irgendwie direkt klar, dass hier noch was abgeht. Nice. Aua. Komm, leg dich mal hin, Großer.
los jetzt hier. Vor allem ist es auch noch ein normaler, das heißt, da können wir schön drauf gehen und dann reinballern. So. Zack, Schmetterangriff. Gerade so geschafft, als er wieder aufstehen wollte. Nice. Dämonenring und Tatsache. Er hat als Waffe tatsächlich diese Ringe. Eine Waffe der Jägerbande. Ihre furchteinflößende Form soll angeblich dazu dienen, die Gegner aufzuschlitzen. Okay, okay, ja. Chimärengroßschwert. Chimärengroßschwert? Was ist das? Ich meine, es sieht aus wie ein Leunengroßschwert irgendwie, aber es... Moment, das Metall vom Gipfel des Todesbergs, aus dem dieser Zweihänder geschmiedet wurde, macht ihn ungeheuer schwer. Ein einziger Schlag damit zerstört so gut wie alles. Okay. Na gut. Ist dann wahrscheinlich auch ein Zweihänder, ne? Ja, stimmt, weil das Leunen... Ich glaube, das Leunenschwert... ist ziemlich leicht, obwohl es stabil und groß ist. Ah, hier unten können wir noch eine Quest abschließen. Bin ich stärker geworden? Ja. Wunderbar. Und er zeigt mir auch an, yo, geh mal in die Schmiedegilde. Ja, ich denke, da schauen wir jetzt mal rein. So, Zelda. Der Siegelbogen sieht schon cooler aus, ne? Als der Lichtbogen. Können wir ausrüsten? Okay. Okay, geht tatsächlich nicht. Dann werden wir den Siegelbogen kombinieren. Wir finden bessere Waffen, wenn wir mit Zelda kämpfen. Okay. Ich würde das gerne mal, ich würde das eigentlich ganz gerne mal austesten hier. Schaden in der Luft. Schaden gegen hochgeschleuderte Gegner. Ich denke, das sollten wir auf jeden Fall auch mit draufpacken. Geht das? Jawohl. Wunderbar. Und dann kombinieren wir das Ganze. Ausrüsten. Schaden durch normale Angriffe. Sollten wir eigentlich auch reinmachen. Nur, ich weiß nicht, ob wir da noch hinkommen. Ja. Tatsächlich schon. Effekte durch das Element. Ja, nee. Schaden durch normale Angriffe. Plus 5%. Ja, okay. Okay. Nice. Wunderbar. Und dann kombinieren wir das noch mit dem Ding hier. Moment mal, was war das? Angriffsreichweite. Okay, ja. Oha, ich weiß zwar nicht wie, aber gerade ist etwas Unglaubliches passiert. Sieh mal, das Ergebnis hat meine Erwartungen weit übertroffen. Was denn? Was? Stärke 75 auf einmal?
Ja, okay. Dann lass damit vielleicht nochmal hier diese Mission probieren. Zelda ist auf Stufe 58? Auf einmal? Ach nee, Moment. Das war, ja, nee, das war ja Koga, der auf Stufe 47 war. Ja. Okay. Never mind. Ja, dann lass das nochmal probieren. Da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf, das nochmal auszutesten. Wunderbar. Dann lass das hier nochmal probieren. Irgendwie treffen die Angriffe die Gegner gerade nicht. Okay, ich habe ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Aber vielleicht merkt man das ja gleich noch, wie krass die Waffe jetzt geworden ist. Ja, obwohl. Ziemlich geil, ne? Okay, Stufe erhöht auf jeden Fall. Auch ziemlich nice. Okay. Gehen wir ja nochmal hinten hin. Au. Wollte eigentlich noch ausweichen, hab mir dann aber so gedacht, na, die werden wahrscheinlich nicht bis nachher rüberfliegen. Und Spezialangriff. Oh, richtig viele weggekegelt. Wunderschön. Wunderschön. Jetzt hier auf den letzten Metern zu den 200 hin ist natürlich jetzt wieder Mangel an Gegnern. Okay. Also wir kriegen auf jeden Fall immer neue Gegner, wenn wir 100 Gegner besiegt haben. Oh shit, das habe ich jetzt eigentlich eher aus Versehen gedrückt. Aber das war auf jeden Fall richtig krass. Nice. Das habe ich nicht erwartet. Zumindest nicht so. Weil das vorher ja auch nie wirklich gut funktioniert hat. Wenn man näher dran stand, aber ich nehme es auf jeden Fall. Holy shit. Das macht auf jeden Fall was her, sich weiter weg zu positionieren und dann mit dem Spezialangriff reinzuböllern. Ist das von hier aus nochmal gut? Ja. Das probieren wir. Ja, war in Ordnung. Von hier aus nochmal. Alles klar. Und wir haben sogar einen großen Gegner geplättet. Wunderschön. Ja, wir sind gleich bei 500. Sind bei 500 Gegnern. Nice. Machen die hier aber noch weg. Nicht, dass uns dann hinterher wieder irgendwas fehlt. Und hier machen wir jetzt wieder die Spezialattacke rein. Ja, nice. 30 Gegner ist ganz in Ordnung. Nee, lass mich in Ruhe da.
Und nach da hinten hin, bitte. Ja, wunderschön. 600 besiegte Gegner. Die Bogenschützen werden gewone-shottet. Und die Boglins sind nach 2 Hits, glaube ich, down. Also die mit Melee-Waffe. Ich würde gern von da hinten aus angreifen. Von hier aus. Ja. Das sieht gut aus. Ja, war okay. Ich habe so ein bisschen mehr erwartet eigentlich, aber waren auf jeden Fall einige, die wir da weggemacht haben. Nur noch ein paar. Nur noch ein paar, komm. Müssen jetzt durchpowern. Ich weiß nicht, ob es durch die Erfahrung ist, die ich eben in den Durchgängen gesammelt habe, oder ob es jetzt tatsächlich durch die Waffe kommt. Wahrscheinlich eine Kombination aus beiden, aber wir sind jetzt auf jeden Fall viel besser aufgestellt als eben. Ich werde Hyrule beschützen. Komm, mach weg. Ja, schön. 30 Gegner weggeböllert. Und nochmal Spezialangriff hinterher. Ich weiß nicht, ob das Verschwendung war. Nee, war ganz geil. War ganz geil. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt auch mehr Gegner spawnen. Oder dass die besser spawnen als eben. Oder vielleicht mache ich jetzt... Doch, ich glaube, es liegt daran, dass ich jetzt das Kleinvieh hier, also diese kleinen Grüppchen, mit normalen Angriffen wegmache. Und dann bei den wirklich massiv großen Gruppen die Spezialangriffe benutze. Okay, hier können wir aber nochmal Spezialangriff benutzen. Ja, nice. 30 Stück sollte man immer ungefähr mit so einem Spezialangriff wegmachen. Ja, jetzt zwar nur 21, aber trotzdem in Ordnung. Ich meine, wir haben fast 900 erreicht und eben waren wir bei 900, da hatten wir noch eine Minute auf dem Timer. Also das wird auf jeden Fall was dieses Mal. Da kannst du mir nichts erzählen, das wäre lächerlich, wenn wir es jetzt nicht schaffen würden. Und was vor allem wichtig ist, die großen Gegner links liegen lassen. Die brauchen zu lange, geben halt nur einen Gegner. Und die Aufgabe ist eindeutig, besiege viele Gegner. Das ist halt immer so das Ding, weil manchmal heißt es ja, besiege viele Gegner. Und dann muss man die großen Gegner wegmachen, weil die dann nochmal mehr kleinere Gegner spawnen. Aber hier in diesem Fall ist es halt so, dass immer ab 100 besiegten Gegnern neue Gruppen gespawnt werden. Das ist halt immer so das Ding, wo man schauen muss, ja, was genau triggert denn jetzt die Gegnergruppen? Da muss man sich dann auch eben darauf konzentrieren. Und am besten dann die großen Gegner, wie ich jetzt halt, wirklich einfach nicht beachten. Auch wenn ich gerade aus Gewohnheit schon wieder den großen Gegner wegmachen wollte, aber... Passt ja alles. Wir haben genug Zeit. Jetzt können wir hier auch die echt sehr kleinen Gruppen wegmachen. Komm. Böllern wir dich mal weg. Mal schauen, was dann passiert.
Hier hinten. Hier hinten ist noch eine Gruppe. Alles klar. Noch ein Spezialangriff und dann dürfte die Sache gegessen sein. Alles klar. Krasse Mission. Man muss sich da auf jeden Fall ranhalten und muss vor allem auch erstmal so die Waffe dafür haben. Also auf jeden Fall immer darauf achten. Beutequote für Heilitems 28%. Alles klar. Immer darauf achten, dass man die Waffen upgradet. Und wenn das nicht reicht, halt auch eben die Charaktere. Die Charaktere dann hochleveln, in dem Fall. In der, wie heißt denn das da? Diese Trainingsstätte da halt, ne? Hier, genau. Da zeigt er gerade schon drauf. Der Hyrule Manöverplatz. Hier sollten wir nochmal was machen, aber ich denke erst dann, wenn wir sehen, welchen Charakter wir benötigen. Link und Zelda, ja gut, da werde ich wahrscheinlich sowieso das meiste mit Link machen. Wie lange dauert das denn? Dauert wahrscheinlich länger. Ja gut, ich würde dann sagen, wir machen nochmal hier in den letzten Minuten, versuchen wir dann hier diese kleinen Quests abzuschließen. Schauen mal, ob wir hier was kaufen können. Ja, hier auf jeden Fall. Da unten die Octorok-Ballons. Ich nehme alle. Na, das können wir noch gar nicht abschließen. Schade. Ah, hier können wir aber noch was kaufen. Spurtfeilchen. Ich nehme da auch wieder alle. Ja. Und die Karotten. Ah, nice. Eine Quest können wir abschließen. Und was brauchen wir für die andere? Da brauchen wir... Was ist das? Sind das Pilze? Ja, Pilze. Wie viele? Vier Frostlinge. Ja, okay, die kriegen wir da oben anscheinend. Ja, 20 Stück. Dann ist das auch das, was wir dann in der nächsten Folge dann direkt machen werden. Hier, diese scheiß Karotten, wie viele wir davon brauchen. Brauchen noch 30 Stück. Davon kriegen wir auch nichts. Hiervon auch nicht. Und hier, das ist... Ach ja, das war das mit den Karotten. Dafür brauchen wir auch die Pilze, ey. Holy shit. Was kriegt man denn da? Der verbesserte Schatzdetektor. Minikarte, Schatztruhen werden angezeigt. Nice. Das ist auf jeden Fall geil. Dann kann ich da auch mal suchen gehen. Das können wir dann auch im Part sogar machen. Obwohl. Nee, es ist eigentlich unnötig, ne? Ist eigentlich unnötig. Ja, gut. Dann denke ich, das war's erstmal, wenn es jetzt nichts mehr zu tun gibt, wenn wir nichts mehr kaufen können. Schauen wir hier nochmal. Nee. Alles. Ach, doch, hier oben. Und zwar die Maxidurians. Die können wir uns noch holen. Aber es reicht nicht. Brauchen noch 10 Stück. Na gut. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Ich sammle dann so ein bisschen Kram noch hier ein.
Ja, und dann werden wir beim nächsten Mal, wie gesagt, hier oben mit Widerwind Steuere Warmedo weitermachen. Bis demnächst und ciao.